Zu trivial. Zu trivial. Ah. Hallo und herzlich willkommen zu Ars Analog, dem YouTube-Kanal zur Filmfotografie im Zeitalter der Megapixel. Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus ist eine Herausforderung für uns alle. Und ich bin mit der Emilia hier im Homeoffice. Deswegen habe ich auch nicht die Zeit gehabt, hier ein vernünftiges Video vorzubereiten. Denn dafür braucht man nicht nur Zeit, sondern eben auch Ruhe, die ich aktuell wegen der Situation hier zu Hause nicht habe. Das Ganze ist also etwas improvisiert diesmal. Ich hoffe aber, das macht euch nicht allzu viel aus, denn mir ist bewusst, dass man auch in solchen Krisenzeiten Routinen beibehalten möchte und natürlich auch entertained werden möchte. Das kenne ich ja von mir selbst. Deswegen sprechen wir heute vielleicht ein bisschen improvisiert mal über Objektive. Bei Objektiven ist das ja häufig so, dass viele so Nonplusultra-Objektiven hinterherjagen. Also Objektive, die irgendwas ultimativ am vermeintlich besten können. Die schärfsten Objektive, die lichtstärksten Objektive, die günstigsten Objektive unter Umständen. Dabei vergisst man aber ein ganz großes Spektrum im Mittelfeld, so wie dieses Elma 50 mm mit einer Lichtstärke von 2,8 für Leica M oder eines der häufigsten Nikon-Objektive, das aber auch direkt zu den besten gehört, nämlich das Nikkor 50 mm mit einer Lichtstärke von 1,8. Das gibt es als manuelles und als Autofokus-Variante auf der F5, die ich mir geborgt hatte, F4, Entschuldigung, die ich mir geborgt hatte eine Zeit lang, hatte ich das als Autofokus-Variante. Das hier ist der manuelle Fokus. Beide Objektive gehören wirklich zu den besten Objektiven, die ich bislang nutzen konnte. Und ich wünschte mir, ich hätte sowas auch für M-Mount. Was ich für M-Mount habe, jetzt packe ich mir ins Gesicht, soll man ja nicht, ne? Aber ich habe mir Hände gewaschen. Was ich für M-Mount habe, jetzt relativ neu, ist eben dieses Elma 50 mm mit einer Lichtstärke 2,5. Und mit einer Lichtstärke von 2,5 sind wir wirklich so in einem Bereich, ja, das scheint nicht wirklich was Dolles zu sein. Aber trotzdem gelingt damit schon eine recht gute optische Freistellung, sind wir mal ehrlich, wie häufig braucht man tatsächlich eine Lichtstärke für die korrekte Belichtung, eine Lichtstärke, die größer ist als 2,8. 2,8 nutze ich auch relativ selten hiermit jetzt, in den letzten Wochen, als man noch rausgehen konnte, habe ich das ausprobiert, und meistens so bei F-Viertel oder 5,6 benutzt. Das ist auch das, wo ich empfinde, dass es am besten aussieht, beziehungsweise wo die Bilder am schärfsten, also wo die Schnittmenge zwischen Schärfe und Freistellung und so in meinen Augen am hübschesten ist. Denn man braucht gar nicht so furchtbar lichtstarke Objektive, um vernünftige Freistellungen hinzukriegen. Es reicht, wenn die Freistellung schön ist. Und das schafft das Elma dank seinen ganzen, ich glaube, 13 Blendenlamellen sind das relativ gut. Natürlich haben auch Objektive, die noch lichtstärker sind, ihre Vorteile. Aber die hohe Lichtstärke und die geringe Tiefenschärfe, die sich daraus ergibt, sind in meinen Augen häufig eben auch ein Nachteil. Gerade bei manuellen Fokuskameras, gerade auch wenn man sich bewegende Motive fotografieren möchte, wie die Emilia zum Beispiel auf dem Spielplatz, kann man die zusätzliche Tiefenschärfe, die sich aus einer größeren Lichtstärke, einer
größeren Blendenzahl, also einer weiter abgeblendeten Optik, ergibt durchaus zu seinem Vorteil Nutzen. Und ja, schon wieder das Gesicht. Ne? Und tatsächlich ist das so, dass man im praktischen Gebrauch so eine Lichtstärke von 1,2, 1,4 oder was, also kaum nutzen kann. Gerade wenn man irgendwie mit schnelleren Filmen arbeitet, den man nutzt, weil man eben auch in schlechten Lichtverhältnissen fotografieren möchte, ist man bei Sonnenscheinern tatsächlich schon darauf angewiesen, einen Filter zu nutzen, um eben die zusätzliche Lichtstärke irgendwie auszugleichen, damit der Film eben nicht überbelichtet, weil die maximale Verschlusszeit vielleicht nur eine 500stel Sekunde, eine 1000stel Sekunde beträgt. Das heißt, viele der Vorteile von vermeintlich besseren Objektiven sind gar keine Vorteile oder man nutzt sie nicht oder seltener, als man vielleicht denkt. Deswegen kann es wirklich von Interesse sein, auch solche Objektive zu nutzen. Und die haben neben der optischen Leistung auch andere Vorteile. Also zum einen sind die in der Regel relativ günstig oder günstiger als Objektive, die vermeintlich besser sind in einem Aspekt oder mehreren vielleicht auch, keine Ahnung. Sie sind vergleichsweise günstig, bieten allerdings dafür auch häufig eine wunderschöne Tonalität, sodass die einzelnen Belichtungsstufen schön aufgesplittet sind. Das gibt einen wunderbaren Look, der sich daraus ergibt, der bei anderen Optiken vielleicht verloren geht. Auch ist das mit dem Kontrast so, dass es Objektive gibt, die vermeintlich kontrastreicher sind, gerade auch wenn man hier offenblendig arbeitet beim 2.8er und hier offenblendig bei 1.8. Allerdings ist das Fehlen von Kontrast ebenfalls eine Sache, die mich nie wirklich gestört hat, denn es ist viel, viel einfacher, Kontrast hinterher noch hinzuzufügen, als zu entfernen. Gerade auch in der Dunkelkammer. Das waren jetzt meine spontanen Gedanken zu einem Video für heute. Ich fände es super interessant, wenn ihr euch mit mir in den Kommentaren noch dazu austauscht. Was sind Objektive, die ihr besonders gut findet, die vielleicht auch eher so Außenseiterrollen haben, die ihr aber empfehlen könnt? Und ich würde gern wissen, wenn ihr auch aktuell zu Hause im Exil seid, sozusagen, oder wenn jetzt wirklich eine Ausgangssperre verhängt wird, wie fotografiert ihr dann? Welche Ideen habt ihr für zu Hause? Ich denke, das ist ein interessantes Thema, das wir dann in den nächsten Wochen mal deutlicher und intensiver besprechen werden. Ansonsten war es das für heute auch schon wieder. Danke fürs Zusehen, fürs Liken, Teilen und Kommentieren. Wir sehen uns nächste Woche und wir lesen uns unten in den Kommentaren. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund. Ciao.